Ich habe einen Test gemacht. Ich habe alle umstrittenen Techniken, die es gibt, um ein T-Shirt-Design herzustellen, in oder auf ein Shirt-Design gepackt und bin in unsere Partnerdruckerei Shirt King gefahren. Habe das Ganze mal ausgedrucken lassen, um euch mal zu zeigen, was kommt dabei eigentlich heraus, wenn ich irgendwie ja, halbtransparent mache, Raucheffekte, irgendwelche Übergänge, Farbverläufe, vielleicht mal ein Photoshop-Design und diese ganzen Nummern. Wie kommt das eigentlich raus? Kann man sowas überhaupt drucken? Und das gucken wir uns heute in diesem Video an. Ich denke, wird es eine ganz spannende Sache. Ich habe hier so mehrere verschiedene Designs jetzt auch dabei, wo ich euch mal so ein paar Sachen zeigen will, was man halt machen kann, was man nicht machen kann. Das jetzt von der Brand, die wir jetzt demnächst hier starten für eine Firma, wo ich jetzt auch noch mit drin bin. Aber heute soll es mal auch so ein bisschen um die Special-Techniken halt einfach mal so gehen, damit ihr wissen könnt, wie weit kannst du eigentlich im Print-on-Demand-T-Shirt-Business gehen, was ist alles möglich und was ist nicht möglich. Wird eine sehr, sehr interessante Sache, das kann ich euch jetzt schon verraten, denn es ist deutlich mehr möglich, als wir dachten. Für dich als Info ganz wichtig, die Aufnahmen in der Druckerei, die sind natürlich, wenn das Design aus dem Drucker kommt, frisch in dem Sinne, noch alles nass, deswegen wirken die Farben da nochmal so ein bisschen anders. Wenn das Ding getrocknet ist, sieht es so aus. Das Ganze habe ich auch so abgefilmt mit entsprechenden Kelvin-Zahlen der Beleuchtung, dass wir normal Tageslicht simulieren. Ich werde euch das so abfilmen mit sehr, sehr guten Kameras. Also da kostet eine Kamera fast 5000 Euro und die ist ohne Color Grading, werde ich die dann halt einstellen. Also dass da nichts irgendwie verändert wird, dass du es wirklich so siehst, wie es denn auch wirklich vor dir liegt. Wenn du das Ding auf HD stellst, einfach, da kannst du unten irgendwo dann noch hier die Einstellung bei YouTube ändern, dann hast du es wirklich 1:1, dass du es mal siehst. Hey Leute, wir sind wieder bei der Druckerei Shirt King, bei unserer Partnerdruckerei. Da wollen wir für die nächsten Shops hier so ein paar Testdrucke machen und da habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt einfach mal was mit, und zwar nämlich eine Testdruckdatei, die so kompliziert ist, um mal zu sehen, wo sind die Grenzen eines Digitaldruckers, und die gucken wir uns jetzt heute an. Also lass es uns mal auschecken. Man traut sich nicht ran. Wir machen halt immer nur diese normalen Vektorenlinie, wo du weißt, ich habe eine klare Linie und dann ist fertig. Und nicht zu viel Farben, nicht zu viel sonst was alles, aber... Und Neonfarben, die du hier hast, die kann ein 4K-Drucker nicht drucken. Ja genau, da haben wir jetzt mal den Beispiel gemacht, da habe ich nämlich mal so auf dieses, ich habe quasi so auf den, wo er schon Achtung, kann er nicht drucken, angezeigt hat, und dann bin ich einmal runtergegangen, man sieht, das sind ja fast die gleichen Farben. Da können wir nachher nochmal im genauen Dings machen. Das war jetzt hier so ein bisschen der Farbverlauf, einfach mal. Die sind ja halt transparent Druck, also das hat transparent gemacht. Der hat genau. Ja gar keinen weißen Hintergrund gedruckt. Er hat einen ganz leichten weißen hier. Hintergrund gedruckt. Also sieht man aber nur nicht. Eine ganz leichte Schattierung, ja. Naja, sieht man aber gar nicht, ja. Nee, und ansonsten hier den Verlauf, der ist ja auch krass geworden. Ist doch in Ordnung. Und das hätte ich, da habe ich auch so gedacht, na, ob das was wird, so mit diesem Zeug hier oder so. Gut, das ist jetzt hier gelb. Das kann man machen. Ich würde es trotzdem nicht unbedingt empfehlen, weil das wahrscheinlich, was die Waschbarkeit angeht, nicht extrem gut sein wird. Das sind ganz viele kleine Druckpunkte. Genau. Ja, das wird abgehen. Hier unten Rasterdruck ist in Ordnung. Der ist ja so gemacht, und bei dem hat man halt wieder hier so ein bisschen das Weiße. Das ist ja klar, dass er das halt als Basis dann druckt. Und ansonsten, der Farbverlauf hier ist auch, das war ja auch so ein Ding, wo viele gesagt haben, das, na, geht sowas überhaupt? Geht. Das geht, ja. Ja, das ist krass. Das sind auch hier diese ganzen kleinen Feinheiten sogar auch, also das geht. Man kann das drucken. Ganze. Ich könnte mal trocknen. Ja, ja. Dann ist es gleich ein bisschen. Yeah. No, this is really cool. I really love it. And now in the oven. Also gucken wir uns mal die Designdatei an. So sieht sie hier aus. Und zwar, das ist jetzt kein T-Shirt-Design. Also nicht, das ist nicht Brand. Nur, dass du halt Bescheid weißt, das ist jetzt wirklich nur eine Zusammenstellung von verschiedenen Techniken oder von verschiedenen Sachen, dass du hier siehst, Farbverläufe und diese ganzen Sachen. Wir gehen jetzt mal von oben links nach unten rechts halt durch. Machen das Ganze von mir aus noch ein bisschen größer, damit wir das halt besser sehen. Und zwar hier fangen wir an erstmal mit den Neonfarben. Also ich habe hier den Regler volle Kanne auf die Ecke einfach mal gemacht. Und das habe ich hier bei allen gemacht, wenn hier, opla, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte nur einen einfach, also volle Kanne hier auf die Ecke, und dann habe ich einen da drunter gesetzt, da habe ich dann halt so ein bisschen, zack, dass hier nicht das Ausrufe oder dass das Ausrufezeichen hier weggeht, dass es entspannter alles ist vom Farbton hier drunter, also jetzt muss ich das hier blocken, warte mal, wupp. So, und dann habe ich halt hier, ups, nee, den wollte ich jetzt nicht, dann habe ich jetzt hier, zum Beispiel bin ich noch ein bisschen tiefer gegangen, einfach so, dass er diese Abstufung hat. Ich habe das jetzt quasi hier auf voll hoch, auf Hälfte, das ist jetzt der,
Und auf dazwischen, das ist jetzt der halt gemacht, dass wir das jetzt einfach mal sehen. Und der Fun Fact ist, wir gucken. So, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen hier die Farben an. Also wenn du jetzt hier siehst, dann siehst du, dass die Farben wirklich exakt die gleichen sind. Was halt einfach daran liegt, dass ein Digitaldrucker halt diese hellen Töne einfach so nicht kann. Also diese Neonsachen, das funktioniert halt nicht, dass das halt so leuchtet. Es gibt Tricks, um euch das mal so zu zeigen. Zum Beispiel das Ding hier ist ein Design, was schon sehr, sehr neonlastig wirkt. Da ist aber auch viel Farbgefühl dabei, muss man sagen. Und wenn man die clever wählt, dann sieht das so aus, als wenn das Neon ist, ist aber kein Neon. Zeige ich euch noch vielleicht, oder kann ich euch mal hier in der Nahansicht einfach zeigen, wie so ein Ding halt aussieht. Also richtig, richtig cool das Design, ist für Folienprints. Eine Tuning-Firma, die bei uns in Spandau halt ansässig ist, für die ich jetzt einen Shop halt mitbaue. Ja, und bei Folienprints bringen wir halt eine Merch-Kollektion raus, weil das ein Bekannter von mir ist, Autoszene und diese ganzen Sachen, da kennt man sich. Da habe ich halt gesagt, du pass auf, ich mache dir das so, ich helfe dir da mal ein bisschen. So, gut, das ist jetzt das erste Ding, was wir halt sehen, die erste Erkenntnis, also Neonfarben. Klar, da sind halt so Grenzen gesetzt, diese Leuchteffekte, so ein starkes Leuchten kriegst du einfach nicht hin. Bei T-Shirt-Designs ist es ja immer so, also die kommen nie so an, wie du sie halt bestellst. Also auch dieses Design hier zum Beispiel, All I Want for Christmas, was war das? Is to find the droids I'm looking for. Das ist jetzt auch dunkler angekommen als die Mütze, sollte eigentlich total so hellrot sein wie das hier, ist aber nicht passiert. Das Shirt übrigens ist von Disney, also das ist hier nicht irgendwie Print on Demand gedruckt. Wobei das ist auch dieselbe Druckmaschine, aber die haben halt die Farben blöd eingestellt, davon mal abgesehen. Für ein Verkaufsargument ist es aber trotzdem immer ganz gut, so einen kleinen Tick halt einfach mal die Farbe höher zu machen, weil dann wirkt das Design nochmal krasser über den Bildschirm und dann zack, kaufen die Leute eher. Also du darfst es nicht zu sehr übertreiben, dass die Leute sagen, ja, das ist ja was völlig andere Farben und sowas und schicken das dann zurück, weil sie glauben, das Ding ist nicht, es ist ein Fehldruck gewesen oder sowas. Deswegen bei Shopify-Shops vorsichtig, da mit Farbexperimenten immer so ein bisschen noch eine Stufe zurückdrehen. Ich habe jetzt hier euch auch mal eine Nummer raufgeschrieben. Das ist die Farbcode-Nummer. Die könnt ihr mal als Vergleich nehmen. Wenn ihr hier einen Doppelklick dann macht, dann siehst du hier unten die Farbnummer angezeigt. Dann weißt du genau, wo die ist, dass du es bei dir auf dem Bildschirm auch nachmachen kannst, dass du denn wirklich exakt mal den Vergleich hast zwischen deinem Bildschirm und dem Design, was ich dir jetzt gleich hier einblende. Wir machen das Ding mal ganz groß. So, und jetzt machen wir die nebeneinander, hier das T-Shirt einfach mal dagegen. Und jetzt siehst du, wie kommt die Farbe raus, wenn ich so einstelle. So, kommen wir zum nächsten Satz, und zwar nämlich hier den Halbtransparenttönen. Also du siehst, wenn ich hier rausgehe, dass das hier, also hier in der Ecke sieht man es halt schön, dass das ganze Ding hier so transparent ist. Die Abstufungen, die ich hier gewählt habe, sind in 20er Schritten. Also wenn ich jetzt hier raufgehe auf eine Fläche, dann habe ich bei den Eigenschaften, dann siehst du 20%, bei den nächsten sind 40, sind 60, 80, 100%, also komplett abdeckend. Das habe ich jetzt gemacht in Rot und halt zwei Grüntönen. Und das will ich dir jetzt einfach mal hier auch nochmal zeigen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier im Vergleich einfach an. Und zwar das Erste, was ich sehe, okay, das voll ausgefüllte, das sieht halt so aus, wie es aussehen soll. Die Abstufung, da wird es denn schon so ein bisschen, ja, anders. Unten die Ecke fällt uns auf, die ist halt schon so schwarz, wo das andere Ding dann halt einfach so ein bisschen grün ist. Man muss sagen, hier wurde eine Basis in Weiß drunter gedruckt, also ganz leicht. Und das macht ja natürlich immer so, das lässt Halbtransparenz nicht ganz so richtig zu. Also wenn ihr dir das anguckst, so richtig wie da wirkt es natürlich nicht. Man muss es jetzt immer gucken. Warte mal, wir können ja mal hier einen Test machen. Wir machen das Ding jetzt einfach mal hier auf schwarz. Ein schwarzes T-Shirt, zack. Und werden jetzt mal den ganzen Klabauser. Ah, jetzt ist das wieder da hinten. Moment. Ebene. So, das war jetzt einfach Command und G, einfach mal zum Gruppieren, dann kannst du das übereinander ziehen. So, jetzt gucken wir mal darauf, wie ist das in etwa geworden? So haben wir nämlich den besseren Vergleich. Es kommt schon ganz gut hin. Also so schlecht ist das gar nicht. Also du siehst ja hier diesen Braunton, der sich hier ergibt, was ja ursprünglich so ein bisschen aus dem Grünlichen kommt. Den haben wir hier halt auch auf dem T-Shirt. Also so gesehen, das ist, es ist quasi machbar. Es ist nicht optimal und empfehlen würde ich es jetzt auch nicht, weil die Farben sehen gerade in dem Zwischenbereich hier bei 40%, da sehen sie komisch aus. 60% ist okay, 20% ist eigentlich auch noch okay, aber 40% ist die Durchlässigkeit des so, so des
glaube ich, der Schwachpunkt, da hört es dann halt auf. Gut, gucken wir uns den nächsten Bereich an, und zwar nämlich hier diese Sprenkelung. Das ist auch so eine Sache, hier auf dem Rechner habe ich es dir mal vergrößert, da siehst du dann halt hier diese ganzen einzelnen Farbpunkte. So, und die haben jetzt ein kleines Problem, weil du musst für jeden Farbpunkt quasi eine Basis drucken, erstmal in weiß, und dann muss der Drucker diesen einen weißen Punkt, den er hier irgendwo gedrückt hat, der hier so ganz klein ist, den muss er dann halt noch mit Farbe belegen. So, und wenn das nur ein Mikrometer daneben ist, dann siehst du halt diese weiße Farbe. Und das gucken wir uns jetzt mal hier an auf dem Drucker. Es ist hier wirklich so ein Mischmasch geworden, wirklich aus der Farbe und aus Weiß. Also man sieht schon so, dass da irgendwie so richtig irgendwas anders ein bisschen ist. Also so richtig optimal ist es jetzt nicht geworden. Man sieht hier einen Farbverlauf von Gelb zu diesem Pink. Also das funktioniert auf jeden Fall. Hier unten ist es ja auch so aufgemacht, aber man sieht so ein bisschen, es geht dann halt ins Weiße. Das haben wir jetzt hier bei dem, müssen wir mal nachgucken, nicht so richtig, weil da geht es dann schon ins Blau. Das Blau haben wir da unten auch, aber das geht auch wieder ins Weiße an den Ecken einfach mal. Das hast du halt überall, das ist hier bei den Blitzen, ist es halt genauso. Allerdings gibt es jetzt nämlich eine andere Sache, wenn du Sprenkel machst, die hauen nicht hin, aber guck mal, was ich hier unten gemacht habe. Deswegen jetzt nämlich diese ganzen komischen Zusammenstellungen von dem Design. Da siehst du halt diese ganzen kleinen Punkte oder was ist das hier? Wie so ein Halftoneffekt, den ich dir halt auch schon ein paar Mal gezeigt habe. Und ein Halftoneffekt, der sieht nämlich wieder ganz gut aus. Wenn wir uns den nämlich angucken, dann sagen wir, das ist auf jeden Fall eine Sache, so können wir es abliefern. Also diese Löcher, die hier sind, die sind so gewollt, die waren halt in dem Design mit drin. Da muss man natürlich aber auch wieder sagen, diese ganzen Punkte, die Sprenkel jetzt hier oben von diesem Design und halt das hier unten, das sind wieder so eine Sachen, das löst sich natürlich schneller ab, weil es einfach nicht so viel Aufnahme oder Auflagefläche halt hat, weil das halt einzelne Punkte sind. Sowas wäscht sich natürlich dann auch halt schneller aus irgendwann mal, muss man an der Stelle auch noch so einmal sagen. Wichtig für Info für euch, wir haben das jetzt auf einer Kornet-Maschine gedruckt. Shirt King hat auch noch natürlich die Aeon, die kann deutlich mehr und deutlich krasser noch drucken. Wir haben das mit Absicht so gemacht, wir haben auch eine nicht so ganz gute Datei halt genommen, und auch der Drucker war nun zu 80% eingestellt, weil ich wirklich mal simulieren wollte, wenn da halt nicht so richtig gut ist, wie kannst du noch mit den schlechtesten Einstellungen quasi, also mit denen, die sonst nicht drucken, denn halt sowas machen. Vielen Dank fürs Verstellen der Maschine und für die Arbeit, aber wir müssen das ja mal wissen hier. So, kommen wir zur nächsten Sache, und zwar der Fotodetailgetreue, und zwar so Fotorealismus, wie genau kann man sowas halt drucken, wie sieht sowas aus, und wenn wir uns jetzt mal hier diesen Adler angucken, dann würde ich mal sagen, absolut geil, also cool auf jeden Fall ausgedruckt, da sind wirklich die Farben sind in Ordnung. Das ganze Design sieht wirklich sehr, sehr fest auf dem T-Shirt aus, also nicht hier, also so ein Bleeding, wie sich das Ganze nennt, ich mache jetzt einfach mal auch ein paar Fachbegriffe rein. Bleeding bedeutet quasi, wenn du irgendwo eine Form auf ein T-Shirt druckst und dann siehst du aber noch ein bisschen, dass die Grundierung rauskommt. Daran kannst du erkennen, ob die Leute Erfahrung haben oder nicht, wenn sie drucken. Zum Beispiel hier hat er mal an der Seite so gemacht, dass er halt gar kein Bleeding halt hat. Da siehst du halt gar nicht, dass da drunter du siehst halt nirgends eigentlich hier drunter, dass hier eine weiße Layer ist, außer bei den Dingern, wo wir es natürlich schon so indirekt gewollt haben, um euch das mal zu zeigen. Also Fotos für alle Fotografen, die jetzt gefragt haben, auch aus der Mastermind, ja, es ist möglich, ihr könnt damit eure Fotos ganz normal auf ein T-Shirt drucken. Gucken wir uns mal die Federn an. Also natürlich, wir haben so ein bisschen hier, weil das ganze Ding jetzt auch sehr, sehr klein gemacht ist, da denke ich mal, dass das auch ein bisschen an der Datei halt liegt. Da siehst du leichte Abzüge, sage ich jetzt mal, von der B-Note. Aber ansonsten ist das halt trotzdem so als T-Shirt-Design, ist das völlig in Ordnung, wie jede andere Brand kannst du das halt nehmen. Wir haben es hier auch nochmal, den Gypsy habe ich hier hinter, also auch mit diesen ganzen kleinen Sachen so hier drauf, und da siehst du ja auch die Schnörkel, die jetzt drauf sind hier auf dem Lowrider, also das sieht jetzt hier schon wirklich genauso aus, also das ist wirklich geil geworden, also das Design ist wirklich krass. So, wer es erkannt hat, das Peso-Design, wie man sowas halt kreiert, natürlich, ihr sollt jetzt kein Peso nachmachen in dem Sinne, aber das habe ich halt auch in einem Tutorial ja aufgenommen, das kann ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, sicherlich auch eine ganz spannende Sache, das könnt ihr euch auch mal angucken. Jetzt gucken wir uns mal hier noch um dieses Peso-Design die Blitze halt an, und da siehst du nämlich schon jetzt hier so ein bisschen die Grenzen. Du siehst hier einfach mal diesen weißen Layer wieder, das sind diese Sprenkel, was wir hier haben, das ist nämlich hier unten in dem Design,
ich ziehe das jetzt einfach raus, nicht wundern, ich habe das ganz schnell zusammengehauen, so auf die letzten Minuten, weil ich festgestellt habe, dass meine Uhr noch nicht umgestellt ist, weil ich da eigentlich nie rauf gucke. So, und da sehen wir halt so diese blauen Sprenkel, die sind aber hier nicht nur blau, sondern die sind halt hier auch dann entsprechend so weiß gemacht. Das sieht hier nicht so cool aus, also da müsste man dann nochmal ran. Die Blitze, die habe ich jetzt auch nur relativ fix da reingemacht, da könnte man auch nochmal ein bisschen nacharbeiten, die ein bisschen mit anderen Effekten belegen und so eine Sachen, damit man das halt noch ein bisschen cooler halt hinkriegt. Die sind in dem Tutorial, sind die nochmal anders gezeichnet, das hier war jetzt nur so die 5-Minuten-Variante. Sieht man auch am Reifen, dass das nicht hier passt. Kommen wir mal zum nächsten Effekt, den wir auch testen wollten. Und zwar, wie sieht es eigentlich so aus mit Karikaturen, die man zeichnet, mit Schatteneffekten, mit Verläufen und diesen ganzen Sachen. Da habe ich hier einfach mal so ein Auge hier drauf. Habe aber auch hier noch ein anderes Design. Und zwar, was ich ziemlich geil finde. Und das kommt auch in meinen Shop, in meinen YouTube-Shop, den ich jetzt die nächsten Dinge jetzt endlich fertig mache, weil, wie gesagt, mir sind da so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Jetzt hauen wir den aber demnächst raus. Das ist jetzt ein Design davon. Das habe ich bei Folienprints auch so ein bisschen drauf. Ich habe es ein bisschen verändert, aber sie ist dann auch mit drauf. Und da siehst du halt, dass diese oder dass hier, dass das ein weicher Verlauf ist und nicht unbedingt diese ganzen Kanten. Weil wenn wir uns das Design nämlich hier mal ein bisschen genauer angucken und jetzt, wir sehen jetzt hier, wenn wir mal so raufgehen, diese ganzen... Ja, wie nenne ich das mal? Siehst du das hier? Diese Ecken hier, dieses zack, 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 diese einzelnen Schichten einfach mal. Und diese Schichten, die siehst du bei diesem Druck halt nicht. Das ist eine Fläche. Das finde ich sau gut. Hätte ich nicht gedacht, das war meine Angst, weshalb ich so eine Sachen... Hier sieht man es sehr schön an der Ecke. An dem Auge hier ist es ja nun perfekt zu sehen, einfach mal. Da siehst du richtig hier diese, das sind ja wie so eine Riefen, die dann hier drin sind. Da muss man aber zu sagen, warte mal, ich mache das nochmal hier hin. So, hier siehst du jetzt nochmal, wenn man genauer ranzoomt, diese Riefen. Und da muss man zu sagen, bei diesen Sachen ist es halt ganz gefährlich, sowas zu drucken. Da musst du wirklich Ahnung haben, weil sonst hast du halt die Streifen von dem Drucker halt hier überall drauf und dann siehst du hier überall Streifen. Das haben wir hier absolut. Das haben wir hier halt absolut nicht. Deswegen, sowas funktioniert halt. Hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn, cool. Und ansonsten, hier siehst du halt auch selbst so eine Farbverläufe, das haut halt alles hin. Allgemein mal zum Thema Farbverläufe habe ich natürlich hier auch einen Test gemacht. Wir haben jetzt hier mal einfach so einen richtigen Farbverlauf durch alle Spektren, habe ich mal hier rauf gemacht. Da können wir uns das Ganze auch mal im Vergleich hier angucken. Dann machen wir mal das, pass auf, wir legen das jetzt immer nebeneinander. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und jetzt gucken wir uns mal das Ding an. Wir sehen jetzt so ein bisschen bei dem Blau hier diesen Strich in der Mitte. Das ist das Erste, was mir auffällt. Den haben wir nicht so richtig gut hingekriegt. Da wird es dann doch zu extrem. Das ist aber auch wieder dieser Neon-Effekt, den der Drucker halt nicht kann. Deswegen, da war ich vielleicht auch ein bisschen doof, dass ich die Neonfarben halt so gewählt habe. Da habe ich vergessen, dass ich jetzt die Farben hier natürlich wählen hätte sollen. Gut, jetzt habe ich es aber so gemacht. Trotzdem siehst du, Farbverläufe sind halt möglich. Also du kannst hier so einen Farbverlauf wunderbar machen. Hier blau, lila, pink, hast du nicht gesehen. Das funktioniert alles. Also das kann man schon alles machen. Man kann hier auch daneben zum Beispiel diese Schrift hier, siehst du diesen Glow-Effekt, der so ein bisschen drauf ist. Können wir mal hier ein bisschen nochmal näher rangehen. Der hat so einen leichten Glow-Effekt. Das geht halt auch. Also wenn man es so ganz leicht macht, funktioniert. So, bevor wir jetzt weitermachen, habe ich aber eine Bitte an euch mal. So ein Video macht nämlich ziemlich viel Arbeit und nicht nur, dass du da erstmal anfängst, eine Umfrage in deiner Facebook-Gruppe zu machen, bei Instagram und alles zusammenzutragen, denn halt Designs zu erstellen, eine Stunde außerhalb Berlin zu fahren, nachher, nachdem du da entsprechend alles gedruckt hast und eingestellt hast und alle so eine Sachen, dann noch durch den Berufsverkehr nach Hause, das sind halt wirklich Stunden um Stunden, die da halt einfach mal drauf gehen. Plus Video aufnehmen und verarbeiten, schneiden und sonst was alles. Würde mich also wirklich freuen, wenn du dem Video auch mal einen Daumen nach oben da lässt, eventuell hier auch ein Abo da lässt und genauso dieses Video nämlich extra mal für die Community teilst. Dafür ist es nämlich auch da und ich hoffe, dass da auch mal alle Gruppenbetreiber, Facebook-Gruppenbetreiber mal mitspielen, denn immerhin sind diese Facebook-Gruppen ja, wollen ja offiziell den Leuten helfen. Wäre also auch cool, wenn sie mal diese Videos denn mal drin lassen werden. Deswegen habe ich ja auch gar nicht groß viel Werbung drin. Also wie gesagt, dann könnt ihr auch mal sehen, welcher Gruppenbetreiber hier eventuell wirklich helfen will oder nicht. Teilt das Ding mal auch mal, damit es Leute mal mitkriegen, was man so machen kann, was man nicht machen kann, schickt es euren Buddies, die auch im T-Shirt-Business sind, damit die einfach die Grenzen wissen.
Weiter geht's aber jetzt mit dem Design. Wir gucken uns hier weiter an. Und zwar, was haben wir hier noch alles so drin? Gut, diese 80s-Effekte und so, die kommen schon extrem gut rüber. Also das, diesen 80er oder diese Vintage-Dinger, diese Synthwave und wie das Ganze heißt, finde ich halt richtig, richtig cool. Also da kann man auf jeden Fall machen. Die haben eine sehr, sehr starke Wirkung, diese Dinger hier, auch von diesen Blau-Effekten. Das ist wirklich richtig geil. Also das finde ich am besten. Was haben wir noch? Wir haben hier so kleine Schrift drin. Wenn es wirklich ans Filigrane geht, haben wir auch noch diese Dinger halt drin. Also selbst dieses Dreamer Soul und sowas kann man halt auch ganz klassisch halt lesen. Wirkt wirklich sehr, sehr cool. Gut, das war es jetzt erstmal von diesem Testdesign. Ich habe aber hier noch zwei andere Designs, die ich euch jetzt mal so zeigen will, was da so ein bisschen bei rausgekommen ist. Okay, das Mädel haben wir uns jetzt hier schon ein bisschen angeguckt. Also diese Verläufe, die sehen wirklich sehr, sehr cool aus. Hier hinten, das ist jetzt wirklich filigrane Arbeit. Du siehst, dass jeder einzelne Strich hier kein Bleeding hat. Also nicht, dass irgendwo hier weiße Sachen halt irgendwie oder weiße Grundierungen rauskommt. Also sowas kann man schon machen, selbst wenn es jetzt so ein Gefrickel halt ist. Muss nicht immer nur wirklich das normale Platte, die platte Schrift sein, die wir halt hier haben. Hier habe ich auch nochmal sehr, sehr filigrane Unterschrift zum Beispiel drin, weil ich das sehr cool fand, wirklich genau in der Größe das halt so zu machen. Und die ist halt auch mega gut rausgekommen, also so, dass, wie als wenn er wirklich unterschrieben hat. Und ansonsten, die Farben sind natürlich so gewählt am äußersten Rand der Machbarkeit, damit es einfach denn diesen leichten Neon-Effekt hier hat. Und ich finde, das wirkt auch wirklich wie Neon. Und ansonsten, die, also das bei dem All Rights Reserved, da sieht man mal ein bisschen Bleeding, wie es durchgekommen ist. Das lag aber auch ein bisschen an der Maschine, die wir schon extra so eingestellt haben, weil wir das eigentlich mal zeigen wollten. Aber leider haben wir die Maschine nicht falsch genug eingestellt, um es mal so zu sagen. Also das kann man hier noch deutlich besser machen. Da hat Angelo extra nochmal gesagt, also das ist jetzt, er meinte jetzt bei 80% der Machbarkeit. Und für 80% der Qualität finde ich das halt wirklich sehr, sehr extrem und sehr, sehr cool. Und ja, so, und ich denke, damit habt ihr auch einen ganz guten Einblick bekommen, wie oder was ihr eigentlich so machen könnt, was ihr nicht machen könnt. Gut, bevor ich es jetzt vergesse, das hier ist ein T-Shirt und das hier ist mein Instagram-Kanal. Wenn du mir mal folgen willst, da auf jeden Fall kannst du mich auch gerne anschreiben. Und genauso ist natürlich auch zum Thema so Fragen, wer Fragen hat, wie dieses Business halt funktioniert, t-shirtfrank.de. Ich biete halt Online-Kurse an, da kannst du das Ganze lernen, wie man sowas alles macht. Kommt jetzt auch noch ein Streetwear-Brand-Update halt mit rein. Und wenn du da halt Fragen hast, dann kannst du mich auch jederzeit erreichen. Also es ist jetzt nicht nur ein Online-Kurs, sondern halt du kriegst auch Hilfe direkt. Also wenn du Fragen hast, dann gucke ich auch mal Designs an oder irgendwas, was du halt machen willst, einen Shop durch oder sowas, bin ich da ganz offen. Da braucht keiner ein 1&1-Coaching für 5.000 Euro. Das geht auch anders. Das geht nämlich ohne das. So, gut, hier blende ich dir nochmal zwei Videos ein. Da kannst du dich nochmal ein bisschen hier auf dem Kanal umgucken. Hier jetzt auf dem T-Shirt-Design den Abo-Button, da kannst du auch nochmal ein Abo da lassen, denn jetzt, ich will mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe mir extra einen Workshop von Casey Neistat gekauft, wie du täglich irgendwie sowas hier raushaust. Ich will mal ein bisschen mehr YouTube machen, irgendwie, das muss doch hier gehen. Also, viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich, gute Verkäufe.